Hallo liebe Löwenfans, heute wieder eine Serie von Löwenhaut nach von unserem Hautsponsor Admiral. Heute in der SAP Arena. Ihr habt schon ein bisschen was gehört über unser Aufbauteam, über die guten Jungs und Mädels, die die Halle da mal aufbauen. Das schauen wir uns heute mal live an. Kommt mal mit. Schönen guten Tag, schön, dass ihr wieder alle da seid. Und wir werden heute eine kleine Überraschung haben. Das heißt, wir haben einen Praktikanten da. Und es wird Oliver Rogisch heute sein, der uns zur Hand geht und behilflich sein wird beim Aufbau. Hallo zusammen! Gib dich mal einen Arm hier. Hallo, hi. Dann fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, die Aufgaben sind eigentlich soweit schon verteilt. Aber zuerst müssen wir jetzt alles mal, was hier im Südtunnel steht, reintransportieren in die Halle, damit wir überhaupt arbeiten können. So, der Packesel hier. Die einzige Arbeit, für die man mich gebrauchen kann. Schieben. Jetzt bin ich hier bei Kurt. Der Kurt ist der Organisator des Aufbauteams in der SAP Arena oder in anderen Hallen, wenn wir zum Beispiel am Harris spielen. Kurt, erzähl uns mal kurz, wie lange bist du denn schon dabei? Wir machen das jetzt unter meiner Leitung seit September 2016. Okay, und deine Aufgaben, was musst du so organisieren hier? Die Aufgaben bestehen eigentlich darin, diese 20 Helfer, die wir haben, zu koordinieren, dass die am Tag X bereitstehen und den Aufbau und Abbau vor allen Dingen machen für die Rhein-Neckar-Löwen. Perfekt. Jetzt hast du die nächste Frage schon vorweggenommen. 20 Leute sind es. Gibt es Ersatzleute oder was passiert, wenn jemand krank wird? Wie läuft sowas ab? Es sind immer welche auch in Hinterhand, die ich noch habe, wo ich zurückgreifen kann, wenn krankheitsbedingt, so wie jetzt, drei Leute fehlen. Also es gibt immer Aushelfer, die auch da sind, wenn man sie benötigt. Die Helfer, sind die alle noch voll berufstätig oder wie kriegt ihr das im Zeitmanagement alle unter? Es sind Berufstätige, ja, dabei. Es sind Studenten dabei und es sind natürlich auch Leute dabei, die schon im Rentenalter oder eben als Rentner schon arbeiten hier. Champions League und Liga-Betrieb. Gibt es große Unterschiede oder ist es relativ identisch? Ja, für uns gibt es schon Unterschiede. Einmal die Zeit. Normales Bundesligaspiel würde bedeuten, 2 Stunden vor Spielbeginn fertig zu sein mit dem Aufbau. Champions League 3 Stunden. Und ihr seid alle dicke Löwenfans. Ich meine, ihr habt alle Trikots an mit dem Löwen-Emblem. Also alle stehen hinter dem Verein. Genau. Und das ist ja das, was wir auch immer wieder rausheben bei uns, dass wir hinter den Löwen stehen. Wir wissen natürlich auch, ohne Helfer geht sowas überhaupt nicht. Undenkbar. Deswegen riesen Dank dafür, dass ihr hier jeden Spieltag zur Verfügung steht. Machen wir gerne, Olli. Und es ist auch unsere Berufung, dass wir einfach da sind, wenn wir gebraucht werden. Sehr gut. Haben wir schon mal erste Einblicke bekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen weiterarbeiten. So, jetzt haben wir hier den Alois. Der Alois ist noch bei der Arbeit. Ich will ihn noch nicht stören, bevor es nicht zu 100% klebt, sonst fliegen nachher die Jungs drüber. Sieht sehr, sehr gut aus. Alois, grüß dich. Stell dich doch mal ganz kurz vor, dass unsere Fans wissen, wie wir es hier zu tun haben. Ich bin der Alois Heuschmidt und mache schon 10 Jahre Bodenwerbung hier in der Halle. Also du bist von Anfang an dabei. Wie bist du dazu gekommen? Also im Betrieb hat es damals 2 Kollegen gegeben, die schon aktiv hier waren. Okay. Und die hat er einfach gesagt, hat nicht Lust, um mal mitzugehen und zu helfen. Und das habe ich gemacht. Und nach 3-4 Mal war ich dabei. Alois, die Rhein-Neckar-Löwen haben ein ganz gutes Team zusammen. Wir verstehen uns untereinander ganz gut. Ihr seid das Aufbauteam. Seid ihr auch so eng wie die Jungs bei uns? Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine andere Welt und wir sind alle befreundet und es klappt auch gut. Super Team. Sehr schön. Merkt man auch, wenn man hier reinkommt, hat mich gut aufgenommen, hat gleich von der ersten Sekunde Spaß gemacht. Hey Olli, keine Pause machen. Aufstehen. Ist meine Mittagspause schon wieder zu Ende? Die Arbeit ruft. Heieieiei. Weiter geht's. So, jetzt sind wir hier beim Jürgen. Ich sitze auf der LED-Bande. Er hat mir versichert, sie hält auch mein Gewicht noch aus. Jürgen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie lange bist du schon dabei? Mein Name ist Jürgen Gundelfinger. Ich bin jetzt so knappe 11 Jahre dabei und baue, seit ich dabei bin, als erstes diese LED-Bande hier mit auf.
Okay, worauf ist zu achten? Ich habe mir vorhin schon ein bisschen mitgenommen. Was sind so die Tricks bei der LED-Bande? Auf was muss man achten? Die Kabel zusammenstecken hier unten und dann auch die Stromzuleitungen. Weil ohne Strom funktioniert nichts. Jetzt Hand aufs Herz, du bist 11 Jahre dabei. Hat so eine Bande schon mal nicht funktioniert während im Spiel? Nein, bis jetzt lief sie immer. Wir hatten schon Probleme, aber mir hat das alles gut in den Griff gekommen. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte der Schiedsrichter noch kurz gewartet, weil ohne Banden fangen wir natürlich nicht an. Du bist ein riesen Löwenfan. Bist du Löwenfan geworden durch deine Arbeit hier oder warst du schon Löwenfan, als du angefangen hast? Ich war Löwenfan, seit ich das erste Mal Bundesliga gespielt habe, war das Interesse da und dann richtig Löwenfan war, wo ich dann hier mit beim Aufbauteam war. Wenn das Spiel läuft, wo ist dein Platz hier in der SAP Arena? Ich sitze vorne am unteren Tor, hinter der Bande, falls was wäre, dass ich schnell eingreifen kann. Du musstest aber noch nicht eingreifen, haben wir gerade gehört, trotzdem der kurze Weg. Jetzt haben wir noch eine Frage an dich als Löwenfan. Dein Lieblingsspieler, gibt es den hier in der Mannschaft aktuell? Ach, ich habe keinen Lieblingsspieler. Das Team ist für mich an für sich wichtig. Sehr löblich, weil nur mit dem Team funktioniert es. Alleine kann man keine Spiele gewinnen und alleine baut man auch so eine Halle hier nicht auf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg beim Aufbau. Also Olli, jetzt zum Abschluss herzlichen Dank nochmal für deine tolle Leistung, die du erbracht hast im Helferteam. Wir werden immer wieder gerne auf dich zurückgreifen können. Sehr gut. Und zum Abschluss gibt es hier diesen Top-Job-Button, den ich dir jetzt damit anstecken werde. Vielen Dank, mein erster Top-Job-Button. Ich will mich bei euch auch nochmal bedanken, hat super Spaß gemacht, hat mich super aufgenommen. Ich werde jetzt immer mal ein bisschen häufiger früher in die SAP-Arena kommen. Vielleicht habt ihr noch was zu tun für mich. Viel Spaß noch, vielen Dank und ihr macht einen riesen Job. Danke dafür. So, liebe Fans, das war wieder Löwenhaut nach von unserem Hauptsponsor Admiral. Heute mit dem Aufbauteam der SAP Arena. Jetzt was ganz Neues, heute fahre ich mal nicht weg, weil heute muss ich noch ein bisschen arbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.